Wir müssen gerade im Bildungsbereich dafür sorgen, dass Bildungserfolge und Bildungswege nicht daran gekoppelt sind, welches Einkommen haben meine Eltern. Uns fehlen 27.000 Schulplätze. Wir kompensieren das momentan damit, dass wir die Schulen wahnsinnig voll gemacht haben. Wir bauen jedes Jahr 7.000 Schulplätze, aber das macht ja deutlich, wie viele Jahre wir noch brauchen. Wir brauchen in Berlin dringend Lehrkräfte, Schulplätze und gute Bildung, die junge Menschen wirklich auf die Zukunft vorbereitet. Das sind nur ein paar der Aufgaben, die Katharina Günther-Wünsch lösen muss. Sie ist die Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie. Mein Name ist Viola und ich treffe Sie heute für eine neue Folge Politalk Watch. Sie sind ja in der DDR geboren. Können Sie sich an einen ganz bestimmten Moment erinnern, nachdem die Mauer fiel? Ja, mit der DDR verbinde ich gar nicht so viel positive Situation, da mein leiblicher Vater Republikflüchtling war und quasi unerlaubterweise die DDR verlassen hat. Was zur Folge hatte, dass es für uns als Familie, die zurückgeblieben ist, gar nicht so einfach war. Und als die Mauer gefallen ist, kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass meine Mutter wahnsinnig erleichtert war und die Freude in der gesamten Familie sehr, sehr groß war. Wie wichtig ist aus Ihrer Perspektive Erinnerungskultur gerade auch mit einem Blick auf aktuelle Herausforderungen? Erinnerungskultur ist wahnsinnig wichtig, auch gerade wenn wir mit meiner privaten Geschichte, wenn wir auf die DDR und damit ja auch auf eine Diktatur und ein sehr totalitäres System zurückschauen. Erinnerungskultur muss unbedingt erfahrbar gemacht werden. Und wir sehen es momentan ja, warum es wichtig ist, bei bestimmten Themen nach wie vor eine Haltung zu haben, Haltung auch zu zeigen, für etwas einzutreten, Courage zu zeigen. Erinnerungskultur muss auch in vielen Fächern Eingang finden. Wir müssen es also kontinuierlich über alle Fächer hinweg tragen, in Form von Projekten, die alle auch was mit Demokratie haben, erfahrbar zu machen. Sie waren, wie Sie schon gesagt haben, Lehrerin, bevor Sie in die Politik gekommen sind. Zu dem Thema, was ist vielleicht eine Herausforderung, die einem begegnet im Schulalltag? Dass Schule schon häufig auch den Eindruck hat, dass sie irgendwie so ein Mangelsystem ist. Und eigentlich würde man gerne noch mehr Energie und Zeit in die Arbeit für und mit den Kindern und Jugendlichen stecken. Vielleicht auch lieber mal noch ein Gespräch führen, statt eine Statistik auszufüllen. Und darunter die Dinge leiden, mit denen sich, glaube ich, gerade engagierte Pädagoginnen und Pädagogen sehr identifizieren, nämlich das Beste für die Kids rauszuholen. Was hindert Ihrer Meinung nach Jugendliche daran, alle Möglichkeiten nutzen zu können? Das eine ist wirklich sozial benachteiligte Schichten, also Kinder, die von Armut betroffen sind oder die in armutsgefährdeten Familien groß werden. Das sind so Dinge, die, glaube ich, also wirklich häufig eine Grenze bieten. Und das Zweite ist natürlich für Kinder und Jugendliche mit einem Migrationshintergrund. Wir sehen, dass gerade wieder viele junge Leute zu uns gekommen sind und die in ihrem Herkunftsland jetzt zum Beispiel kurz vorm Abschluss entweder ihres Realschulabschlusses oder ihres Abiturs gestanden hätten. Und die jetzt bei uns natürlich damit konfrontiert sind, sie müssen Deutsch lernen, auch das in einem bestimmten Niveau, dann können sie erst die Schulabschlüsse machen. Sie werden also so um Jahre zurückgeworfen. Und was braucht es, damit ein junger Mensch sicher und gesund aufwachsen kann und sich gut entwickeln kann? Also wir müssen gerade im Bildungsbereich dafür sorgen, dass Bildungserfolge und Bildungswege nicht daran gekoppelt sind, welches Einkommen haben meine Eltern. Da ist Berlin schon sehr, sehr weit im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern. Damit ist der Zugang zur schulischen Bildung eigentlich erstmal allen offen. Aber es geht weiter bei ganz banalen Sachen. Möchte ich in den Sportverein gehen, möchte ich Klavierunterricht nehmen, dann ist das immer noch Kindern vorbehalten, deren Eltern das leisten können, weil das de facto nicht in den Faktoren enthalten ist, die wir momentan haben. Kann man das System noch mehr mit Qualität unterlegen, um das besser zu machen? Und wenn ich zum Beispiel die lebensälteren Schüler mal nehme, die kurz vorm Schulabschluss stehen, da brauchen wir tatsächlich auch die Unterstützung der Wirtschaft, dass die sagen, vielleicht braucht man de facto kein MSA auf Berliner Bildungsebene. Vielleicht kann man auch wirklich mit anderen Voraussetzungen in eine Berufsorientierung, Vorbereitung und dann in duale Ausbildung gehen, ohne dass ich Deutsch auf C1-Niveau kann. Und dasselbe gilt für die Universitäten. Ich sage nicht, dass ich die Qualität und die Schulabschlüsse abschaffen will, aber die Frage ist doch, welches Konstrukt schaffen wir, wenn wir bundesweit eines der Länder sind, was vom höchsten Zuzug betroffen ist und wir aber bisher für diese jungen Menschen keine Antworten haben, wie sie wirklich weitermachen können, außer das System und den Status quo, den wir aktuell haben. Gibt es abgesehen vom Zuzug noch andere Probleme, denen die Berliner Schulpolitik insbesondere gegenübersteht? Das Thema Demokratiebildung, also Werteorientierung, Haltung in unseren Schulen. Was bedeutet das für die Qualifikation von Lehrkräften?
inwieweit ist Schule ein Ort des Austauschs, der Kommunikation und der Meinungsfreiheit? Wo muss man auch sagen, das geht über Grenzen hinaus, die wir auch in Schule nicht dulden können. Das ist hochemotional am Ende des Tages, aber fundamental für eine Gesellschaft und für deren Zusammenhalt und für deren gemeinsame Weiterentwicklung. Und was läuft Ihrer Meinung nach gerade wirklich nicht gut im Bildungssystem? Uns fehlen 27.000 Schulplätze und wir kompensieren das momentan damit, dass wir die Schulen wahnsinnig voll gemacht haben. Ja. Wir bauen jedes Jahr 7.000 Schulplätze, aber das macht ja deutlich, wie viele Jahre wir noch brauchen. Und gleichzeitig sind alleine in den letzten 24 Monaten über 13.000, fast 14.000 Menschen, die schulpflichtig, nur alleine schulpflichtig sind, dazu hinzugekommen, wo ich sage, wir können nicht mehr als bauen. Es gibt auch nur begrenzt Grundstücke in dieser Stadt. Und zu diesen vielen tausenden fehlenden Schulplätzen fallen mir jedes Jahr hunderte bis tausende Lehrer weg, sodass wir da auch quasi im Bereich der Ausbildung, der Beschulung und damit in der Qualität in Schule auch so neigen, langsam in eine Schieflage zu kommen. Da gilt es halt wirklich jetzt auch mal out of the box zu denken, teilweise auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, die mich auf Dauer nicht glücklich machen. Was gibt es da gerade für Lösungsansätze? An bestimmten Standorten, wo im Kiez gar nichts mehr geht ringsherum, dass wir dann sagen, wir müssen tatsächlich vorübergehend in den Unterkünften unterrichten. Weil wir haben einfach auch junge Menschen, die haben seit teilweise über einem Jahr kein Bildungsangebot, weil wir sie nicht in den Schulen unterbekommen. Ich verstehe, dass viele dann sagen, das ist keine gute Lösung, sie in den Unterkünften zu beschulen. Das ist auch nicht meine Wunschlösung. Auf Ihrer Website erwähnen Sie auch, dass Ihnen individuelle Förderung sehr wichtig ist. Wie kann das stattfinden, ohne dabei die vielfältigen Lebenswelten von jungen Menschen aus dem Blick zu verlieren? Beim Personal habe ich ja gerade schon ein paar Sachen gesagt, dass das herausfordernd ist. Aber wir können natürlich nur individuelle Förderung machen, wenn ich Leute da habe, die das machen können, in kleineren Gruppen mit Einzelschülern. Und die auch qualifiziert sind dafür. Und das ist jetzt nicht nur die Sprachförderung oder dass jemand in bestimmten Lesekompetenzen geschult wird. Das geht ja auch weiter bei sprachlichen Barrieren. Wir haben gerade nach Corona immer mehr junge Menschen und auch kleine Schülerinnen und Schüler, also junge Schülerinnen und Schüler, die Konzentrationsschwierigkeiten haben, die emotional-sozial Probleme haben, die Probleme mit einer Gruppendynamik, mit einer vollen Klasse, mit einer Lautstärke, mit einem 8-Stunden-Tag. Also ganz unterschiedliche Herausforderungen und Aufgaben, die ein Pädagoge hat. Und das kann einer nicht alleine. Dafür bräuchte es immer noch jemanden mit, der unterstützt oder der einzelne Gruppen rausnimmt. Und der wiederum muss qualifiziert dafür sein. Und das sind die zwei Stellschrauben, wo wir gerade schauen, wie können wir mit anderen Professionen in Schule arbeiten. Was möchten Sie jungen Menschen mit an die Hand geben? Tatsächlich das, was ich mir wünsche, Courage, bestimmte Werte für unsere Gesellschaft, dass sie sich dafür auch einsetzen und dass sie immer den Mut haben, in abgespeisener Form natürlich, aber ihre Meinung auch zu äußern und zu vertreten. Das war's schon. Vielen Dank für die Zeit und die Antworten. Vielen Dank. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch ein Like und ein Abo da.